Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smite. Und wir sind wieder im Siege- bzw. Belagerungsmodus. Und, soll ich nehmen mal das hier mit? Moment. Zack. Und die drei Sachen. Und ich habe den guten X-Ultra Venom dabei. Ein Viewer von mir. Und, ja. Wir, spielen hier zusammen im Siege-Modus, im Belagerungsmodus. Und ich spiele zum allerersten Mal Apuch, Apuach, whatever. So, warte mal, ich muss mir das mal kurz durchlesen. Apuch wird einem Talisman der Unterwelt, welcher eine faulen Leiche erweckt, mir erstmal aufs Ziel im Bereich wirkt und zu Boden fällt. Ziele nehmen jede Sekunde Schaden nach Ablauf der Dauer, erleiden die Ziele für jeden empfangenen Heil und zusätzlichen Schaden. Aha. Das ist die 2. Apuch lässt den Zielbereich explodieren und fügt dabei Schaden zu. Was ist denn da los? Okay. Will der jetzt hingehen, oder was? Achso. So, und eins ist dieses Leichenlaufen. Die kann ich, die laufen los und die kann ich explodieren lassen, wenn ich Bock hab. Und ja. Deswegen schauen wir mal, wie das so klappt hier. Ich bin gespannt. Das Gute ist, das Beschissene ist hier, Ultra Venom ist Level 30 und ich bin hier der Noob, der dann mit dem sich jetzt mit den ganzen 30ern da rumkämpfen darf. So, und sein Passiv ist irgendwie über Leichen laufen und dann kriege ich irgendwie So, ich weiß jetzt nicht, was ich hier die ganze Zeit so mache. So, ich habe auf jeden Fall einen Blue Buff, das ist gut. Das ist die stärkste Attacke, die 2. Apuch lässt den Zielbereich und fügt dabei Schaden zu, okay. Aha, also muss ich da immer so ein paar Leichen hinlaufen lassen und dann drücke ich wahrscheinlich die 2, so. Nein. Oh, das war gut. Da haben wir den schon gut Schaden gedrückt. Ich bin jetzt aber leider schade. Aber ich habe ja einen Blue Buff. Kein Problem. Kein Problem. Ach, guck mal, schöne Abpraller hier. Die kriege ich richtig voll ab. Scheiße, ich hätte die 2 machen müssen, ich Idiot. Jetzt haben die meine Leiche zerstört, die Schweine. Okay, der gute Ultra geht rüber. Er geht rüber und lässt mich hier eiskalt alleine. Ich wollte jetzt eigentlich drauf gehen, aber es geht natürlich jetzt nicht. Ich hole mir jetzt eben den Tower dabei, dass sie mir hilft. Okay. Wow, 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 wow. Das finde ich so gut. Okay. Kein Problem. Kriegen wir alles hin. Wolltest du mir noch einen mitgeben, die alte? Finde ich ja nicht so gut. Ich müsste gleich vielleicht auch mal back gleich. Ich glaube, am besten sollte ich mal eben, sollte ich dann immer die Leichen mit hochgehen lassen. Das macht doch diesen Superschaden, oder? War das nicht so? So, ich habe wieder viel. Jetzt geht der nach links. What the fuck? Soll ich jetzt. Geht der nach rechts, dann gehe ich jetzt nach links. Helft dem Apollo da. Kenne ich nix. So. Nun, dann sind Zielbereich und fügt dabei Schaden zu. Kopf explodiert auch voll und leicht in den Bereich explodieren, okay. Vielleicht kann ich dem Apollo jetzt mal hier ein bisschen zur Seite stehen hier.
Schade, hat nicht so gut geklappt. Oh, der Kukulkan. Okay, alles easy. Wow, wow, macht das viel Schaden. Alter, macht das viel Schaden. Alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Oh, die Bellona ist auf einer Killing Spree. Oh, das macht aber viel Schaden, wenn man die Leichen immer hochgehen lässt. Okay. Sind wir am Start hier? Zack. Ich glaube, ich hole mir mal den Blue Buff. Gucken, ob ich da irgendwie... Jawohl, da haben wir ihn doch. Da geht er down. Oh, 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 ich habe keinen Mana mehr, Freunde. Kein Mana ist nicht gut. Ich muss auch weg. Dringendst. Schade, dass die Tower hier down ist. Ich bräuchte vielleicht mal hier so eine Blue Buff. Aber ich muss erst das hier wegclearen. Oh, unser Juggernaut ist defekt. Ich bin den einzigen Kill bei uns, ist ja unglaublich. Wir brauchen unbedingt mehr Kills. Können wir mit dem Blue machen hier? Das wäre super. Aber dann will ich im Back gehen. So, ich komme wieder, ich komme wieder. Ich glaube, der gute Xabalanch kriegt den anderen Buffer ohne mich hin, deswegen bin ich gegangen. Okay, wohin mit uns? Das ist jetzt die Frage. Können wir da vielleicht ganken? So eine geile Apuchold wäre natürlich nice. Schade, wenn man nicht doch nichts gekriegt. Ah, hat er mich erwischt mit dem Dinger, ey. Das ist nicht gut. Ich habe leider keine Health Pots mehr. Guck mal, der kann hier so ein Ding bauen. Toll. Ich glaube, der Kukulkan würde mich jetzt one-hit mit seiner Ult. Oh, oh. Up left lane. Jawohl. So, meine Ulti ist gleich wieder ready. Und vielleicht kann ich die hier gleich einmal gescheit einsetzen. Das wäre doch. Die kann man nur um sich rum einsetzen, ne? Ja. Und sonst wäre es vielleicht auch ein bisschen OP, die echt geil ist. Nein. Boah, ich muss back. Ich muss back, Freunde. So. Bisschen Regen. Ich glaube, ich gehe mal wieder auf die rechte Seite und push da ein bisschen durch. Und das ist Quatsch. Ich glaube, ich muss da helfen, links, ne? Ja. Oh ja. Oh ja.
Da muss ich garantiert helfen. Ich gehe jetzt mal einfach nach hier. Wow. Boah, krass. Oh Mann, ey. Oh Mann. Das war nicht gut. Das war nicht gut, Freunde. So, 750. Oh, unser Phoenix ist auch schon down. Boah, und der kommt hier so durch, krass. Ich bin noch nicht mal wieder am Leben. Ah, jetzt ist der Apollo auch weg. Läuft. Läuft richtig gut. So, 750, jetzt kann ich mir das auch holen hier. So. Bin mir unsicher, aber ich glaube, es läuft nicht so gut. Komm, ich gehe jetzt mal links rum. Ja, der kommt jetzt rechts. Aber ich muss auch die gegnerischen Superminions da mal ein bisschen zurückschlagen. Nein, ich möchte noch weiterspielen. Nein. So? Ah ja, so, die Leichen gehen dann hoch, verstehe. Ja, schade. Der wurde aufgegeben. Ja, Apuch konnte ich jetzt nicht so krass testen. Ich hoffe, der wird Apuch ausgesprochen. Aber ich glaube, wenn man gescheit auf die Lane kommt und seine Ulti so hinter dem Gegner einsetzen kann, sodass sie die ganze Zeit durchlaufen müssen, ist es, glaube ich, echt krass. Und auch dieser Kombischaden mit der 1 und der 2 dann hinterher ist dann auch sehr, sehr gut. Aber den werde ich auf jeden Fall nochmal anspielen. Das ist jetzt kein schönes Beispiel. Okay, Freunde, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen einigermaßen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke an Ultra Venom fürs Mitspielen. Und ja, bleibt sauber. Bis dann. Ciao, ciao.